Es ist 7 Uhr, ich bin schon seit ein paar Stunden wach. Manchmal wird man nachts wach um 4, 5 Uhr und ist mega hyped, irgendwas zu machen und total motiviert. Und ja, hier wird schon mal mein komplettes Büro aufgeräumt und umstrukturiert. Und jetzt sitze ich schon wieder an meinem Schreibtisch, an meinem Computer und versuche, wie ganz so oft, ein Video zu rendern, also fertig zu machen für YouTube. Und sobald ich das gerendert habe und mir das angucke, sind da irgendwelche schwarzen Fehler drin, also komplette schwarze Bildschirme oder sonstigen Scheiß. Ich glaube, ich rendere das Video jetzt, das ich schon seit 2 Tagen hochladen will, zum 5., 6. Mal. Jedes Mal kann ich über eine Stunde nichts machen. Voll ätzend. So, und weil so ein wunderschöner Morgen ist und die Christine gleich arbeiten muss und wir eh noch mit den Hunden gehen müssen, gehen wir jetzt die Christine wecken. Schatz, dein Wecker klingelt. Du musst aufstehen. Auf gar keinen Fall. Das mache ich auf gar keinen Fall in dem Vlog. Überhaupt nicht. Guten Morgen. Da, Wecker sagt los. Ja, natürlich. Ich würde das niemals in dem Vlog tun. Guten Morgen, Milan. Guten Morgen, Ganya. Guten Morgen, Christine. Oh, hi. Danke. Los, steh auf. Sonst nehme ich dich immer weiter auf. Hör erst auf, wenn du aufstehst. So, die Hunde sind gefüttert. Schatzi ist auch endlich aufgestanden. Jetzt machen wir noch ein bisschen kleines Schiff. Ein bisschen aufräumen. Zack. Gucken wir mal, wie viel Hundefutter wir noch haben. Das passiert, wenn ich zu oft einkaufen gehe. Wir haben nur noch eine Rolle Fisch für Milan, aber 20 Rollen Fleisch für Gaia. Also werde ich heute noch mal schnell in die Hundehütte flitzen und ein bisschen Fisch holen. Und jetzt gleich werde ich Schatzi zur Arbeit bringen. Die Christine arbeitet ja noch nebenher in so einem Fotoladen, weil sie noch was mit Fotografie machen wollte immer. Und dann nehmen wir die Hunde mit, gehen wir mit den Hunden Gassi. Wenn wir noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen gehen, dass wir das auch direkt hinter uns haben. Ja, und dann werde ich weiter Video rendern. Da rendert es. Da rendert das Video zum 20. Mal. Das letzte Versuch. Wenn das nicht funktioniert, müsst ihr den Vlog leider auslassen. Wir sind übrigens bei mir im Büro. Ich gehe mal ein bisschen weg, dann können wir ein bisschen mehr sehen. Büro und Gästezimmer. Guck mal. Das da. Das ist Schatzis Hinweis für, du könntest mal wieder Pfand wegbringen. Pfand bringen wir heute auch weg. Da, man sieht, ich stehe auf Huskies. Das ist der coolste. Sehr, sehr geiles Tier. Super hübsch. Also mein erster Hund oder mein erster bewusster Hund als Jugendlicher, als Kind bei meinen Eltern war ein Husky-Mischling. Ich finde Huskies einfach, ich finde die sehr, sehr geil. Die sind halt sehr urtümlich. In so einem richtigen Malamut, der so noch so ein bisschen aussieht, als würde er tatsächlich in der Antarktis in der Hütte leben, da kannst du halt wirklich Körpersprache, Kommunikation par excellence, wie im Bilderbuch, kannst du es ablesen. Die sind so klar, die sind so sauber. Total tolle Hunde, ich finde die einfach super. Einziges Problem, Huskies sind echt nicht einfach zu erziehen. Also die allermeisten. Wenn du den falschen abkriegst, hast du eine echte Katastrophe. Die machen halt viel kaputt und die sind echt anstrengend. Hast du einen guten Husky, hast einen tollen Freund fürs Leben. Ne? Also ja, Huskies, super geil, aber für mich muss das halt was Passenderes sein, deshalb war es kein Husky in der Ausbildung. Aber das wäre mein Traumhund später. Finde ich den einfach mega hübsch, ne? So, aber genug Hundebilder. Mein Büro. Ich warte jetzt noch, bis Christine sich fertig gemacht hat, dass wir los können. Ja, machen wir mal eine kleine Bürotür draus. Also das ist ja ganz offensichtlich der Platz, an dem ich Videos bearbeite. Da seht ihr YouTube-Videos von einem anderen Blogger aus Amerika, den ich viel gucke. Der ist sehr, sehr gut, also gefällt mir gut, wie er das macht. Da, ich habe ein bisschen geputzt heute Nacht oder heute Morgen. Ansonsten viel Zeug, das es unterzubringen gibt. Kamerazeug, Hundemedikamente. Da unten haben wir alles, was so die Hundeschule angeht, an Ordnern und Gedöne. Alle Hundebücher.
Und DVDs? Also die allermeisten Bücher habe ich tatsächlich gelesen. Ich glaube, es gibt so ein, zwei, die ich noch nicht angefangen habe. Und ich glaube, zwei Stück, die ich nicht zu Ende gelesen habe, weil sie einfach nicht schön zu lesen waren. Da sind wirklich sehr, sehr coole Bücher dabei. Da möchte ich auch mal direkt zwei Empfehlungen geben. Das hier ist meiner Meinung nach echt ein sehr, sehr schönes Buch, weil gut zu lesen. Es hat einen gewissen Wissenswert und es ist trotzdem, hat auch einen gewissen Unterhaltungswert. Trafen sich zwei. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Kann man gut lesen. Schön gemacht, schön geschrieben. Dann haben wir noch ein, zwei Bücher, die auch noch ganz gut sind. Jetzt gucke ich gerade, ob ich es hier habe. Ich habe zu viele Bücher. Oh, ich sehe gerade, ich habe ein Buch doppelt. Ach, wo ist es denn? Oh, ist gar nicht hier. Ist wohl scheinbar noch verliehen. Also, was ich tatsächlich als verpflichtende Lektüre für alle Hundehalter, die sich Welpen holen, empfehlen würde, ist Kastration beim Hund. Also das Buch hatte ich mal, aber das ist scheinbar verliehen. Ein gutes Buch, beziehungsweise generell gute Bücher, kommen von Günter Bloch. Und die kann ich euch wirklich empfehlen. Also wer im Urlaub ein bisschen was über einen Hund lernen und lesen will, ist damit wirklich gut beraten. Günter Bloch kennt man vielleicht aus dem Fernsehen. Der spricht so ein ganz Eifler Platt. Der kommt auch aus der Eifel, ist einer der bekanntesten Wolfs- und Kanidenforscher, Hundeforscher weltweit. Und der ist ab und zu mal im WDR und er zieht da so ein bisschen Hunde mit und so. Und zwei Bücher, die ich euch da wirklich empfehlen kann, jetzt gerade so für die Urlaubssaison, weil wirklich schön zu lesen und trotzdem Wissenswert ist drin und man kann viel darüber lernen, ob wir eigentlich mit unserer Hundeerziehung richtig sind, ob es da nicht vielleicht andere Dinge gibt. Der Mann, der ist wirklich gut. Und zwei Bücher von ihm sind folgende. Affe trifft Wolf. Und das zweite ist das hier. Also beides wirklich tolle Bücher, gut zu lesen, Wissenswertes drin, die kann ich wirklich empfehlen, wer im Urlaub ein bisschen was lesen will, schöne Geschichte. Also die sind schon wissenschaftlich angehaucht, aber noch so, dass man es wirklich, wirklich gut lesen kann. Man lernt viel über das Tier, Hund an sich und es ist verbraucherfreundlich geschrieben. Ja? Also ich habe auch Fachbücher, die sind alles andere als verbraucherfreundlich. Die will ich euch gar nicht zeigen, das hat nichts mit Spaß zu tun, wenn man das liest. Ja, das waren so zwei, drei Buchempfehlungen. Was haben wir sonst noch hier im Büro? Hier ist so, ein paar Auszeichnungen, die wir mit der Hundeschule gekriegt haben. Das ist so, ich glaube, das allergeilste Bild, das Christine jemals von mir gemacht hat mit Hunden. Und das hat sie mir auf Leinwand ziehen lassen als Geschenk. So kann man es, glaube ich, sehen. Wirklich sehr, sehr, sehr cooles Foto. Und dann haben wir hier noch die ganzen Schleifen, von denen jeder Hunde rennt. Da fahren wir im Oktober ja wieder hin. Ja, da ist Gaia, glaube ich, Fünfter geworden. Dann war Gaia letztes Mal wieder Fünfter. Und Milan hat so eine Riesenschleife gekriegt, der war nämlich Erster. Das Jederhunderennen ist echt eine spaßige Sache. Da fahren wir zweimal im Jahr hin, also ihr dürft da ruhig mitkommen. Da geht es einfach nur um Fun. Ja, wir gehen da hin und gucken, wie schnell unsere Hunde sind und machen uns einen schönen Tag. Essen was zusammen, quatschen, klönen, all solche Geschichten. Dann seht ihr im Hintergrund, seht ihr noch meine Magnettafeln mit dem ganzen Gekritzel, ja, welche Videos ich demnächst noch alles machen will. Also wir fangen an mit dem Thema Kommunikation, dann gehen wir über das Thema Welpen und Junghundegrundlagen und das kommt alles. Ja, ist noch eine lange Latte an Arbeit. So, und jetzt ziehen wir uns was an und bringen Schatzi zur Arbeit. Wir bringen Schatzi zur Arbeit. Schatzi. Gaia, hier. Mila. Der Border Collie braucht ein bisschen länger. Kommt da. Ja, vorgestern ist der einfach in den Hit schon mal reingelatscht. Reingelaufen, hat sich da drin umgeguckt. Ah,
bitte. Sie darf man nicht direkt rein. Wenn ich morgens im Hit was einkaufe, dann bringe ich immer Brezeln mit, weil die sind relativ gut und die sind immer warm. Und wenn ich Brezeln mitbringe, dann gibt es für die beiden auch immer ein bisschen was. Komm, weiter. Guck mal, wie toll auf Fuß gehen kann. Aber das ist jetzt meine. Du darfst nämlich nicht so viel davon. Jetzt hat er auf der einen Seite nichts gekriegt. Jetzt läuft er auf der anderen, vielleicht gibt es da ja was. Ist jetzt hochgeladen und veröffentlicht. Und jetzt fange ich schnell das Hundefutter kaufen, was wir von mir dann noch brauchen, sonst haben wir morgen nichts mehr. Und wenn ich das habe, plötzlich wieder nach Hause, dann werden wir der Alina mein Auto geben. Die wird nämlich heute Abend die Kurse machen und ich kann mir mal einfach mal einen schönen Nachmittag mit Christine machen. Und wir steigen einfach in die Bahn, fahren nach Montabaur ins Shopping Center, ins Outlet Center und werden da einfach ein bisschen shoppen gehen, vielleicht was zusammen trinken und irgendwann mit der Bahn zurückkommen. Milan, hopp, geil, hopp. Auf die Kamera. Au, das kratzt. Na, also? Alles gut. Selbst? Ja, muss. Ist am Filmen? Ja, immer. Muss ich jetzt immer machen. Nie mehr. Eine Nachbarin von uns mit ihrem Hund. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde mit den Hunden, spielen eine Runde Frisbee mit Gaia. So einer halben Stunde flitzen wir nach Hause, Auto leer räumen und dann gehen wir einkaufen. Tauschen wollen, echt. Ja. Ja, lang genug im Büro gesessen. Geil, lauf. Lang genug im Büro gesessen. Ich war 12 Jahre Soldat. Oh. Und war halt im Verteidigungsministerium Computertäter, Schreibtischtäter.